Hallo zusammen, wir sind Nicole und Ute von So Abnehmen. Und heute gibt es einen super, super einfachen Snack, den wir auch total genial fanden. Und deswegen wollen wir ihn euch zeigen. Und da braucht man auch wirklich wenig Sachen dazu. Man braucht nämlich nur eine Melone. Wir haben jetzt hier eine Galia-Melone. Es würde aber auch gehen Wassermelone, Honigmelone. Und auch, es gibt noch so eine Orange, die ich weiß, wie sie heißt. Egal welche Melone, Hauptsache süß. Hauptsache sie schmeckt euch. Und dann haben wir noch eine Packung Parmaschinken. Man kann natürlich auch frischen und besseren nehmen. Das ist halt so ein abgepackter. Und für alle, die es nicht wissen, wenn man bei einem Parmaschinken oder überhaupt bei dem Rohschinken das sichtbare Fett entfernt, dann ist es ein Sattmacher. Deswegen ist unser Snack heute auch ein Sattmacher-Snack. Man kann alternativ auch für Gäste zum Beispiel noch das Ganze mit Salami machen. Am besten eine richtig schöne, gute Salami, eine italienische. Ja. Mhm. Und naja, wie gesagt, für Gäste. Genau. Als Spieße brauchen wir ganz kleine Zahnstocher oder die ganz normalen Schaschlikspieße. Oder dann habe ich noch so Metall-Grillspieße, je nachdem, wie groß das sein soll und wie, ob es nur ein Häppchen ist, ob was im Teller liegt. Wir zeigen es euch mal. Ja. Ute wird jetzt die Melone in, ich sage es mal, mundgerechte Stücke schneiden. Je nachdem, auf welchen Spieß. Ich mache jetzt verschiedene große Stücke. Mhm. Und ich werde jetzt von dem Parmaschinken das sichtbare Fett entfernen. So, fangen wir vielleicht mal mit der mittleren Größe an. Also den hier. Mhm. Da würde ich sagen, ich habe jetzt Achtel gemacht. Ich mache das noch einmal durch. Mhm. Und dann darf ich mal da was rumwickeln. Ja. Also man nimmt einfach einen Melonenschnitz, wickelt da etwas Schinken drumherum. Und wie gesagt, einfach schön gucken, dass das Fett weggeschnitten ist, soweit es einfach möglich ist. Weil alles Fett, das ihr wegschneidet, das habt ihr am Ende nicht auf den Hüften. Und es ist jetzt auch in dem Fall geschmacklich, macht keinen Unterschied. Im Gegenteil, ich mag den Parmaschinken fast lieber, wenn er nicht so fettig ist. So, ich nehme jetzt mal noch einen ganz kleinen mit einem Zahnstocher. Oh, das sieht doch. Sieht so schon lecker aus, aber wenn es nachher gegrillt ist. Ich habe das so schon mal auf eine Party mitgenommen. Also ja, das Abiturfeuer von meinem Sohn. Ah, okay. So, ich mache mal noch so eins von den Großen. Das wäre noch das. Ich habe ziemlich viele Leute damit gesehen rumlaufen. Ich habe die Platte dann gar nicht mehr gefunden. Ja, also das sind ja auch so Dinge. Und das ist jetzt sogar noch ein bisschen mit Extra-Trick. Da kann man schon ziemlich punkten. Bei einer Party. Ist immer gut, wenn man beim Aufspießen sowohl durch die Melone als auch noch durch den Schinken kommt. Dann fixiert das ein bisschen. So, alles aufgespießt. Jetzt werden wir mal den Grill anwerfen. Wer keinen Grill hat, kann das natürlich auch super in der Grillpfanne machen. Ich mache den Grill immer mit Öl, bevor ich den ein bisschen sauber und fette das auch ein bisschen ein. Das ist minimal. Mit den Holzgriffen lege ich so hin, dass da nichts passiert. So, wie lange hatten wir die jetzt auf dem Grill? Vielleicht so 2-3 Minuten von jeder Seite. Mhm. Sind auf jeden Fall super lecker geworden. Und man glaubt es nicht, dass es so lecker ist, das Süße und das Salzige, das ist eine super Kombination. Der Schinken ist fast knusprig, gell? Mhm. Und die Melone, die karamellisiert. Mm. Also, absolutes, probiert es aus. Ich finde auch, es ist so ein tolles Rezept, weil das ist sowohl für den Sommer gut, weil man es dann draußen grillen kann, aber es ist auch toll für irgendwelche Weihnachtsfeiern oder so. Kleines Hors d'oeuvre oder zwischendurch. Die sind jetzt noch warm, aber ich kann mir selbst vorstellen, wenn sie wieder kalt sind, ist es immer noch gut. Weißt du, dieses man soll das vielleicht auf ein Bier legen, damit die Knusprigkeit erhalten bleibt. Mhm, genau. Also definitiv probiert es aus. Es ist so lecker.
Also es ist, also ich glaube, das wird eins meiner neuen Lieblingsrezepte. Es ist wirklich toll, weil es auch so einfach ist. Simpel und lecker. Wenn ihr mehr von uns erfahren wollt, dann abonniert uns doch bitte. Nicht mehr von uns. Gebt euch einen Daumen hoch. Genau. Das ist ein Sattmacher. Ich verlinke euch auf der Seite die anderen Sattmacher, die wir gekocht haben, als Playliste. Und unten noch, auf unserer Webseite findet ihr einen Blogbeitrag, in dem auch ganz kurz beschrieben ist, wie das funktioniert. Genau. Und vielleicht auch noch ein paar Fotos, wie es so zwischendrin ausgesehen hat beim Grillen, was wir jetzt nicht so gefilmt haben. Ja, es hat schon wieder super Spaß gemacht. Das war super lecker. Und wir freuen uns schon richtig aufs nächste Mal. Und wir wünschen euch viel Erfolg beim Abnehmen, eine gute Woche und bis zum nächsten Mal. Tschüss.